Und dann baue ich lieber nochmal so einen Dome auf, aber dafür brauchen wir Quarzglas. Okay, wir haben kein Quarzglas. Das ist natürlich unglücklich. Haben wir nicht Quarzglas? Hier hinten ist nochmal Kohleextraktionspunkt. Da müssen wir eigentlich unbedingt hin. Eigentlich müssten wir zu Kohle als allererstes hin, ne? Weißt du was? Den Sonar reiße ich hier ab. Wir haben ja ziemlich viel alles entdeckt. So, drei Leute haben keine kein Haus. Das ist natürlich jetzt ganz unclever gewesen. Dann müssen wir das doch nochmal hinbauen. Okay. Dangerous Air. Die Luft reicht nicht mehr, oder was? Unangenehm. Lass mal ganz kurz schauen, wo war denn jetzt... Hier hinten war der Sauerstoff. Lass mal hier hinten den Sauerstoff ausbauen. So, haben wir hier nochmal Sauerstoff extra. Ja. Satt, sozusagen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwann Quarz. Das bedeutet, ich hätte gerne einen weiteren Sonarturm. Irgendwo am Rand von dem, was wir hier nutzen können. Möglichst aber in die Richtung eigentlich eher. Habe ich so ein Gefühl, dass das gut werden könnte. Gut. Dann haben wir Sauerstoff und wir haben Energie wieder. So. Wir haben jetzt hier dieses Exploration Hub Dings nicht bauen können, ne? Wegen Quarz. Okay, wir brauchen Quarz. Dann schalten wir den jetzt erstmal wieder ab, damit der uns keine Energie verbrät gerade. Was ist jetzt mit ihm hier? Inbox. Okay, Aufseher. Unsere Stahlvorräte gehen zur Neige. Unsere die Depots von Scrap Steel werden nicht, also von Schrottstahl werden nicht für immer halten. Wir müssen meinen starten, anfangen eine Eisenader anzubohren und das in Stahlbarren zu verwandeln. Wir brauchen den Alloy Furnace, also den Schmelzofen. Den haben wir zum Glück schon mal freigeschaltet vor Urzeiten, aber nie gebaut, fürchte ich. Alloy Furnace, da ist er. Bauen wir den mal dahin. Bauen wir den nicht dahin, weil das nämlich saublöd wäre. Wir können den auch da unten hinbauen und einfach so verbinden. Das geht ja auch. Schalt den gleich mal ab, bevor wir den anschalten. Will ich nochmal gucken, was der braucht. So, hier ist auf jeden Fall so ein Eisenvorrat. Knapp außerhalb unserer Reichweite. Kann ich mit diesem Eisenvorrat hier interagieren? Ja, kann ich. Ich kann hier so eine Fahne hinsetzen. Die fliegt dann in die Prärie raus. Okay, dann haben wir... Wir haben wenig Stahl, das heißt, wir sollten Stahl besorgen. Da ist Kohle, die werden wir natürlich weiter abarbeiten. Was ist hier noch? Eisenerz. Lassen wir den mal ganz kurz runterfahren und lassen den mal da hinten gerade mal hochfahren. Der soll Stahl und Eisen sammeln. Das ist beides wichtig, aber Stahl ist eigentlich wichtiger. Weil wir haben hier noch keine Energie, um das UV-Ding anzuschalten. Also wir könnten uns noch nicht wehren, selbst wenn wir wollten. So, haben wir jetzt noch irgendjemand hier, den wir entbehren könnten? Eigentlich nicht so wirklich. Wir bräuchten dringend Leute, ne? Ah, der hat das aufgefüllt. Das heißt, wir können das Ding wieder starten. Wir brauchen es ja auch, ne? Und unsere zweite Baustelle wird sein, nachdem das hier leer ist, müssen wir eigentlich Folgendes machen. Und zwar hier hinten brauchen wir eben Stahl, um den Stabilisierer zu bauen. Den können wir da hinten auch hinbauen. Und dann bauen wir hier so einen Stabilisierteil hin.
Und dann bauen wir, oder hier vorne vielleicht sogar, und dann bauen wir hier zwei Fangstellen rein. Oder eine? Eine und einmal Futter? Irgendwie so. Was kostet uns das Essen nochmal? Das hier. Auch Glas und Kupfer. Haben wir beides nicht, können wir vergessen gerade. Okay, das heißt, wir machen auf jeden Fall erstmal nur eine normale Futterstation, Proteinharvester rein. Ja. Und lassen das darüber laufen. Okay, hier arbeiten, der hat das auf jeden Fall wieder aufgefüllt, alles. Hast du, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. So, das Hospital läuft auch gerade leer, das schalten wir auch ab zum Energiesparen. So, die Farm, die läuft, wir haben immer noch drei Leute, die keine Wohnung haben, was ein bisschen ekelhaft ist. Warum ist das so? Ich dachte, hier wohnen so viele. Warum wohnt hier niemand drin? Ich dachte, das ist irgendwie schwierig. Komisch, oder? Oh, die Musik ist schon wieder so ein bisschen arg schwierig, oder? Huch. Concrete Deposit. Viermal Concrete. Okay, also das ist unsere Ausdehnung aktuell. Ja. Puh, also meine Idee war es ja eigentlich hier runter zum nächsten Kohleextraktionspunkt uns weiter zu heranzutasten. Also hier hinter. Ich halte die Idee nach wie vor noch für gut. So, können wir hier noch neue Forschung... hier haben wir noch Low. Das werden wir mal ganz kurz nutzen. Da ist was. Kleines Kohledeposit, okay. Nix. Hier ist was, irgendwas noch gewesen. Schauen wir mal, was da ist. Was holt ihr die Seemine? Ich weiß nicht, ob ich die will. Scrap Steel? Scrap Steel, okay. Ja, mal schauen. Da ist auch was Größeres. Scrap Steel haben wir hier. Concrete. Aluminium sogar. Das brauchten wir auch, ne? Aluminium und Kupfer waren diese, war so der heiße Scheiß, ne? Da ist auch irgendwas. Da haben wir Eisenerz. Quarzglas, ja! Hier ist Quarzglas. Da mussten wir auch hin, weil Quarzglas war ja wichtig für eigentlich alles, was gerade so ein bisschen schief läuft. Okay, pass auf. Oh nein. Oh nein. Wir haben nicht genug Quarzglas. Hier ist Kohle noch.
Kohle. Kann ich die dahinter schicken? Nee, oder? Doch? Hä? Really? Wie weit fahren die denn da? Stahl? Quarzglas. Okay, da kann ich auf jeden Fall jemanden hinschicken. So, wo habe ich denn die anderen hingeschickt? Er hier macht auch Kohle. Schicke ich ihn mal hier hinten raus, um Quarz zu holen. Okay. Der hat ja auch nochmal Eisen und Stahl, das ist bestimmt gut. Gut. Wie gesagt, wir brauchen allein das Quarz ja schon, um unsere Base zu erweitern. Da hinten gibt es halt schon die nächsten größeren Geschichten. Ja, und mehr Kohle zu generieren wäre mit Sicherheit kein Schaden gerade. Und hier ist ein kleiner Extraktionspunkt. Das ist natürlich gut, das heißt unbegrenzt viel von dem Zeug, ne? Was ist hier? Einige von der Besatzung haben sich mit einem was ist Stomach Bauch, ne? Bauchvirus eingefangen? Das. Okay, wir müssen sie in ein Hospital schicken. Oh no. Oh no. Okay. Okay, wir schicken jetzt da mal jemanden hin, haben 4 Betten frei. Oh, Leute, wir haben echt ein paar Probleme gerade. Aber da wohnt doch jetzt niemand mehr, oder? Oder müssen wir das, warte mal, vielleicht müssen wir das hier echt anders verbinden. Jemand auf jeden Fall unterwegs. Okay, wir kriegen wieder Quarzglas rein. Kann ich dann... Okay, pass auf. Die Idee war ja eigentlich die gewesen... Wir können ja jetzt Folgendes machen. Wir können ja hier erstmal 3 Fangkäfige aufbauen und das immer noch verändern dann. Aber wir brauchen erstmal die Leute dafür. Und wir beginnen jetzt erstmal mit dem Klonvorgang, weil unsere Leute leben nicht mehr ewig, ne? Die haben 11 Tage noch zum Teil. Sauerstoff steht bei 2. Nur die Luftqualität ist nicht gut. Das liegt auch daran, dass wir unsere Luft nicht verbessern können, weil wir zu wenig Personal haben hier. Ich meine, klar, ich könnte jetzt nochmal irgendwo jemanden rausziehen. Oder aber wir schauen jetzt einfach, dass wir unsere Leute hinbekommen. Das schaut voll gut aus, ne? Weil die schaffen das echt, das gut aufzufüllen hier. Wir müssen halt bloß aufpassen, dass wir das nicht leer fischen, ne? Das wäre ganz unangenehm. Ja, okay, das klappt. 46 Tage leben die. Mit jedem, der jetzt hier aus dem Genlabor rauskommt,
können wir halt Betriebe verbessern, kriegen mehr Energie, kriegen mehr Sauerstoff und so weiter. Wir haben jetzt ganz lange Zeit niemanden mehr geklont und das merkt man halt einfach. Wir haben expandiert, aber halt nicht mehr, wir sind dem Klonen nicht mehr nachgekommen. Wir haben natürlich jetzt trotz alledem ein kleines Housing-Problem. Okay, unsere gesamte Luft hier in den meisten Bereichen ist nicht gut. Wohnt da jetzt jemand? Das sind doch Quartiere. Warum wohnt da niemand? Wieso wohnt hier niemand? Die werden versorgt und da könnte auch Crew drin wohnen. Was ist hier? Unser Powerverbrauch ist steigend. Wir könnten vielleicht auf Öl umsteigen und ölgetriebene Generatoren bauen. Öl wird uns echt viel mehr Energie bringen. Und unseren Bedarf decken. Wir brauchen zuerst Öl. Ja, ja klar. Haben wir hier ein Interest Beacon irgendwo? Vielleicht gibt's das. Ist das. Ja, wobei das dürfte aber eigentlich kein Öl sein, ne? Der nächste kommt. Was ist hier hinten? Cave System, okay. Okay, wir können jetzt die Solarlampen anschalten. Was? Schluss jetzt! Nimm die Pfoten weg! Junge! Griffel weg! Griffel weg! Also eine abnormale Aktivität, das wissen wir. Wir brutzeln dir die Tentakel an! Nein, wir können ihn nicht in die Tentakel anbrutzeln, denn unsere Energie ist weg. Nein. Rüdiger, was die Griffel da raus. Yuki, wunderhübschen guten Abend und Dankeschön für 45 Biddies. So, wo ist Rüdiger jetzt? Ist fort? Er ist noch nicht fort. Er ist noch da. Rüdiger ist noch hier irgendwo. Er ist da, er ist irgendwo. Ich sehe es, ich höre noch. Blackwing, gute Nacht hier. Hau raus. Hau raus, hau rein. Rüdiger, wo bist du? Kein Plan, Mann. Der ist bestimmt hier noch. Der Hundling. Wo ist er? Kommt doch irgendwo Griffel da schon wieder ran, oder? Keine Ahnung, wo der gerade rumeiert.
Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, ne? Vor allem, das hört nicht auf! Also, Rüdiger, entscheide dich, Angriff oder wegschwimmen. Eins von beiden. Du kannst nicht alles haben. Bin ich sicher, ob er wiederkommt. Ich glaube, der ist fort, oder? Vielleicht haut er dann ab. Nee. Der kriegt hier nichts zu beißen. Ich check's nicht, warum da niemand einzieht. Und hier auch nur 2 von 8, aber 18 und... Also ich... Vielleicht, warte mal kurz. Ich mach mal Folgendes. Ich speichere das Spiel mal. Und lad's mal ganz kurz. Das hilft bei manchen Problemen schon durchaus weiter. Ich lad mal ganz kurz. Vielleicht, vielleicht ist das ein Problem, dass das Spiel das gerade nicht zuweisen kann. Keine Ahnung. Vielleicht ist ein Laden mal nicht schlecht, weil das mit den Housing, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir haben freie Wohnungen und keiner zieht ein. Das ist doof. Das kann nicht sein. Ist ein Early Access, da kann sowas mal passieren. Oder ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Das kann auch sein. So. Die sind halt echt nicht so gut, ne? Wegen dem Unhousing. Das Unhousing ist ein Riesenproblem. Und auch das Recreation ist ein Problem. Okay. Wir haben echt einige Leute, die nicht in guter Verfassung sind, das stimmt. Hier sind 2 Leute zumindest schon mal in Behandlung. Mining Sub ist idle. Das kann nicht sein. Eisen und Stahl. Schicken wir den mal dahinter. Cloning failed. Aha, nee, echt. Die Luftqualität. Meinst du, das ist das Grundproblem? Die Annahme, dass das das Problem ist? Das kann natürlich sein, ne? Also ich meine, ich möchte das gar nicht ausschlagen. Wo wird denn die Luft so verpestet? Hier? Und hier hinten. Die sind die 2 Luftverpester. Das heißt, hier nochmal was dazwischen zu klemmen, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Da gerade eine Idee. It's a idea. Mal schauen, was passiert. So. Die Leute haben Atemprobleme. Ich denke, das ist alles. Ja, das ist jetzt die Frage, ob das weiterhin so der Fall ist.
Living Quarters. Wir haben hier eins. Und da wohnt aber niemand. Hier wohnt auch nicht viele. Wir haben den Platz für die Leute, die jetzt gerade offen sind. Aber was ist mit denen? Was ist mit ihnen? Drei sind verletzt. Okay, die sind im Krankenhaus, hoffe ich. Hier. Da sind nur zwei drin. Also da kommt noch einer. Die Unterernährung könnte ein Problem sein. Hier wird auch nicht so gut geharvestet gerade. Das gebe ich zu. Puh. Warum gehen die da nicht rein? Was ist das? Und auch warum leben hier nur ab und zu welche? Und hier nicht. Warte mal kurz, ich mache hier mal was anderes. Kann die aber auch nicht manuell zuweisen, ne? Das geht nicht. Ja, aber die sind noch im Radius. Also die sind noch drin im Hellen. Und dass da weiter weg ist ja auch zum Beispiel noch... Da wohnen ja Leute. Jetzt warte mal. Kann ich da irgendwas eingreifen? Nee. Ich kann hier nicht eingreifen.